Herzlich willkommen, liebe Abonnentinnen und Abonnenten, zu diesem kurzen Video, was ich noch raushauen wollte. Es haben mich nämlich einige innerhalb der letzten Tage gefragt, worum es sich denn um diesen Ring handeln könnte, ob ich da eine Idee hätte. Nun, ich denke, um diesen Ring zu analysieren, gibt es zwei Optionen. Entweder, und da schauen wir uns eben an, was es denn tatsächlich so als Armband / Uhr benutzt wurde, wäre, dass es eine Art neuer C-Gear ist. Da kommt es eben tatsächlich darauf an, inwiefern das zu gemeinsam mit dem Rotom-Pokédex, den wir bereits erläutert haben, in Verbindung steht. Ob der Rotom-Pokédex diese Aufgaben übernimmt, auf jeden Fall wird es so eine Art Visocaster, C-Gear, Pokécom, Pokénav definitiv wieder geben, Pokédex. Also, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Es könnte sein, dass es sich hier um einen oder es könnte sich um einen Mega-Ring handeln. So, was sieht man für Unterschiede? Also natürlich, der Visocaster hat mehr ein normales Display, sage ich mal, und sieht mehr nach einem technischen Gerät aus, was eben tatsächlich sowas sein könnte wie eine Smartwatch oder eben ein Handy in irgendeiner digitalisierten Form, während der Mega-Ring ein Symbol in der Mitte hat. Und wir erkennen, dass sich bei diesem Ring ebenfalls ein Symbol befindet, und zwar in diesem Fall eine Raute. Zudem ist, naja, der Ring ist aus Stein, was definitiv, oder ja gut, mutmaßlich aus Stein, vielleicht auch aus Metall, das lässt sich jetzt nicht hundertprozentig erkennen. Auf jeden Fall finde ich schon, dass das dem Mega-Ring wesentlich ähnlicher sieht, vor allem wenn man bedenkt, dass der Visocaster natürlich als Uhr eher so eine kleine Lederhalterung hat, was eben viel, viel mehr zu einem technischen Gerät passt. Also von daher, ich glaube, dieser Ring würde viel, viel stärker nach einer Art, oder ja, nach einer Art Smartwatch aussehen, wenn man das damit im Prinzip ausdrücken wollte. Deswegen bin ich sehr, sehr nah dran zu glauben, dass es sich hierbei um einen Mega-Ring handelt. Aber jetzt würden mich eure Meinungen dazu interessieren. Was meint ihr, worum handelt es sich hier? Mega-Ring, ja oder nein? Und vor allem, wird das irgendetwas Neues bedeuten? Denn wenn wir uns den Mega-Ring anschauen, da haben wir vor allem diesen Punkt in der Mitte, den man eben anklicken kann. Oder beziehungsweise der einfach reagiert. Aber diese Raute würde sich ja im Prinzip nach oben und unten verschieben lassen. Wird deswegen die Mega-Entwicklung vielleicht etwas anders verlaufen? Kann man vielleicht, wenn man sie nach oben schiebt, die Mega-Entwicklung direkt erreichen, und wenn man sie nach unten schiebt, wieder verlassen und vielleicht tatsächlich so auch im Kampf variieren? Also, dass man jemanden aus der Mega-Entwicklung sich zurückentwickeln lässt und dafür jemand anderes entwickeln kann. Das wäre mal sehr interessant. Schreibt mir eure Eindrücke dazu mit und da können wir gerne darüber reden. Bis dann.